Hallo Freunde. Das ist ein Schnellschuss. Das ist ein Video, das ich jetzt mache, ohne dass ich mir vorher genauestens meine Worte zurechtgelegt habe. Aber ich spüre einen Druck in mir, dass ich das loswerden muss. Ich muss mein Coming Out sozusagen euch bekannt geben. Ich bin ein Covidiot. Warum bin ich ein Covidiot? Ich bin ein Covidiot, weil ich erstmal keinen Fernseher habe. Und weil ich keinen Fernseher habe, geht wahrscheinlich viel von der Angst- und Panikmache, die da so gelaufen ist, das wird ja jetzt inzwischen besser, an mir vorbei. Was nicht an mir vorbeigeht, ist, dass große Medien immer wieder mit Schreckenszahlen um sich werfen. Oh Gott, 10.000 Neuinfektionen in Frankreich, 10.000 sowieso da. Oh Gott, Australien hat jetzt 25.000 Infizierte und so weiter. Und jetzt ist es ja so, dass kein seriöser Experte ernsthaft behauptet, dass ein positives PCR-Testergebnis eine Infektion nachweist. Und das spielt aber überhaupt gar keine Rolle. Es scheint für die Medien, für viele meiner Kollegen überhaupt keine Rolle zu spielen, dass dieses PCR-Testergebnis nicht aussagt, dass du infiziert oder ansteckend bist oder dass du überhaupt auch irgendwas merken musst von dem, was da gemessen wurde. Und warum kapiere ich das nicht? Weil ich ein Covidiot bin. Ich habe keine andere Erklärung dafür. Ich muss ein Covidiot sein, weil ich auch nicht verstehe, warum es so wenige Menschen gibt, die das bedenklich finden, dass unsere Grundrechte abgeschafft werden unter fadenscheinigen Gründen. Gilt diese epidemische Lage von nationaler Tragweite seit Ende März. Damals wurden dem Gesundheitsminister Sondervollmachten eingeräumt, angeblich um die drohende Überlastung des Gesundheitssystems abzuwenden. Und nur so wäre es möglich, das zu tun. Jetzt, ein halbes Jahr später, sehen wir, es kam nie auch nur annähernd zu einer Überlastung des deutschen Gesundheitssystems. Und im Gesundheitsausschuss im Bundestag wurde deshalb auf Grundlage von Gesetzesentwürfen der FDP und der AfD die Abschaffung dieser seltsamen juristischen Konstruktion gefordert, die dazu führt, dass parallele Gesetzgebung entsteht, dass Rechtsunsicherheit entsteht, dass Rechtsexperten sagen, und zwar nicht nur einer oder zwei, sondern viele, und der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages, dass es verfassungswidrig ist, was hier passiert. Und diese Meinung wurde nur als eine unter ferner Liefen abgehandelt. Das verstehe ich nicht. Das kapiere ich nicht. Warum kapiere ich das nicht? Weil ich ein Covidiot bin. Alle anderen scheinen es zu kapieren oder es scheint ihnen keine Rolle zu spielen, scheint nicht wichtig zu sein. Aber für mich ist das wichtig, ja? Ich will auch noch was sagen. Ich habe eine Großtante, die ist gestorben, als niemand zu ihr durfte. Sie hatte eine schlimme Diagnose, die war aber nicht so schlimm, dass sie daran hätte sterben müssen. Ja? Aber da die Operation nicht stattfinden konnte, aus den bekannten Gründen, wurde sie erstmal ins Altersheim verfrachtet und da durfte niemand zu ihr, wochenlang. Erst als sie kurz vorm Sterben war, durften wir dann dahin. Das ist nur eine Episode von vielen, die unglaublich vieles Leid hervorgerufen haben. Also es gibt inzwischen auch Experten, die sagen, die Maßnahmen selbst werden wahrscheinlich zu mehr Toten führen als das Virus an sich, sagt zum Beispiel der deutsche Entwicklungsminister. Aber trotzdem gibt es einfach nicht genügend Leute, die ganz stark sagen, hey, hier läuft was falsch. Und das kapiere ich nicht.
Und es kann nur einen Grund dafür geben, warum ich das nicht kapiere. Weil ich ein Covidiot bin. Ich fühle mich wirklich wie inzwischen echt jetzt wie ein Außerirdischer hier, ja. Es hinterfragt niemand diese Maskenpflicht. Ich meine, ich bin jetzt kein ausgesprochener Gegner dieser Maskenpflicht, wenn Leute der Meinung sind, dass sie sich schützen müssen, sich sicherer fühlen oder wenn sie wirklich vorerkrankt sind. Warum nicht? Ja, dann fühlt man sich sicherer. Aber wie ja selbst Drosten mehrfach gesagt hat, gibt es keinerlei wissenschaftliche Beweise dafür, dass es irgendwas bringt, diese Maskenpflicht. Und trotzdem tragen die Leute das und sie beschimpfen sich gegenseitig. Sie beschimpfen Leute, die keine Maske tragen. Obwohl es nichts bringt. Und das kapiere ich nicht. Und warum kapiere ich das nicht? Na, weil ich ein Covidiot bin. Vor allem aber, das ist eine Sache, die mich persönlich wirklich, wirklich, wirklich ärgert. Diese Reiseeinschränkungen. Wer hat sich eigentlich die Zahl ausgedacht, wegen 50 von 100.000 sogenannten Infizierten? Dürfen die Leute dann, also müssen Gebiete als Risikogebiete erklärt werden und dann darf man, dort sollte man am besten gar nicht mehr hinfahren und wenn, dann muss man einen PCR-Test machen, wenn man zurückkommt und ansonsten 14 Tage in Quarantäne oder man bringt einen negativen Test mit aus dem Gebiet, wo man hinfährt, dann kann es sein, dass man dieser Quarantäne entgeht. Das ist ja noch okay, das ist zumindest etwas, was man bewältigen kann. Ja? Also als Journalist bin ich ja immer mal unterwegs im Ausland. Jetzt zum Beispiel auch am kommenden Freitag fliege ich nach Barcelona und bin dort eingeladen, auf einer Konferenz einen Vortrag zu halten und werde das auch so machen, dass ich einen PCR-Test dann dort mache und den dann an der deutschen Grenze vorzeige und bitteschön, so. Aber die Zahlen in Spanien und die Zahlen in Italien und die Zahlen in vielen anderen Ländern sind noch viel, viel, ja, wie soll ich sagen, zweifelhafter als die deutschen Zahlen. Und das kann man ganz einfach nachprüfen. Man geht auf die Webseite des spanischen Gesundheitsministeriums und guckt sich dort an, wie dort die Zahlen sind. Da kann man also auch so ähnlich wie das Robert-Koch-Institut so eine Übersicht, wie viele Tests durchgeführt worden sind und so. Und da sieht man, da werden ganz viele Schnelltests gemacht und dann noch otras pruebas, also andere Tests. Es wird nicht mal gesagt, was das für Tests sind. Keiner kann nachprüfen, wie die Fehlerquote ist. Aber wir wissen ja schon, allein von den PCR-Tests, die bei uns durchgeführt werden, dass die eine hohe falsch-positiven Quote haben bei niedriger Prävalenz. Weswegen ja auch alle Experten davon abgeraten haben, von Anfang an diese Tests auszuweiten auf ansonsten völlig unverdächtig erscheinende Personen. Und jetzt soll auch noch diese Regelung abgeschafft werden und alle Leute, die aus dem Ausland kommen, für die reicht auch nicht mal mehr der Nachweis eines negativen PCR-Tests. Nein, die müssen grundsätzlich in Quarantäne und dürfen erst nach 5 Tagen einen PCR-Test machen. Das ist für mich als Journalist, der viel im Ausland unterwegs ist, praktisch mindestens eine Behinderung der freien Pressearbeit, der freien Berichterstattung, wenn nicht sogar Berufsverbot. Und es regt sich keiner darüber auf. Und das kapiere ich nicht, weil ich ein Covidiot bin. Ja, genau. Und Carla schreibt gerade, und der Drosten bekommt jetzt auch noch das Bundesverdienstkreuz vom Bundespräsidenten. Naja, gut, ich meine, wenn Barack Obama den Friedensnobelpreis bekommen hat, bevor er dann die vielen Kriege losgebrochen hat, warum sollte dann Drosten nicht das Bundesverdienstkreuz kriegen? Das ist wiederum, erscheint mir völlig logisch. Ja? Heute Abend kommen dann die neuen Zahlen vom RKI raus. Die neuen Zahlen, an denen wir dann sehen werden, wahrscheinlich werden wieder 1,1 Millionen Tests gemacht worden sein. Und die positiven Quote wird sich vielleicht leicht erhöht haben von 0,86 auf 0,9 irgendwas oder sowas. Und das alles noch, wie gesagt, im statistischen Grundrauschen dieses PCR-Tests. Und trotzdem reden die Leute immer von den absoluten Zahlen und von
Infektionen, was es gar nicht ist. Und auf diesen PCR-Tests basiert dieser ganze Wahnsinn. Ihr müsst euch mal überlegen, wenn da einer positiv getestet wird, dann geht nicht nur der in Quarantäne, dann gehen auch alle anderen Kontaktpersonen ersten Grades mit dem in Quarantäne. Es sitzen unglaublich viele Leute in Quarantäne wegen nichts. Denen geht es gut. Ja? Und es regt sich niemand von den Leuten, die was zu sagen haben in den Medien, darüber auf. Also wenige. Und das kapiere ich nicht, weil ich ein Covidiot bin. Und es gibt so unglaublich viele andere Sachen, die ich nicht kapiere. Ich kapiere zum Beispiel nicht, warum es nicht jedem ganz offensichtlich wie Schuppen von den Augen fällt, dass die Leute, die als Covidioten bezeichnet werden, die gegen diese Regierungsmaßnahmen sind und die auf diesen ganzen Wahnsinn hinweisen bei Demonstrationen, dass denen das Leben immer schwerer gemacht wird. Welchen anderen Grund hat es, dass der Berliner Innensenat, nachdem sie das letzte Mal bei ihrem äußerst zweifelhaften Versuch, das Grundgesetz zu missbrauchen, um diese Demo zu verbieten, grandios gescheitert sind, jetzt eine Maskenpflicht für alle Demonstrationen, die in Berlin stattfinden, angeordnet haben? Welchen anderen Grund kann es dafür geben, als dass man verhindern will, dass solche Demonstrationen stattfinden? Die ganze Art und Weise, wie das gelaufen ist. Es ist doch ganz offensichtlich, dass hier irgendetwas nicht stimmt, Leute. Unsere Bundeskanzlerin lügt, wenn sie sagt, wir haben schon wieder so hohe Infektionszahlen wie im Mai oder Juni oder irgendwas, was sie gesagt hat. Sie lügt, denn sie ist eine promovierte Physikerin. Dieser Frau muss man unterstellen, dass sie weiß, wie mit absoluten Zahlen umzugehen ist und wie wichtig die Grundgesamtheit dabei ist. Und das regt niemanden auf. Ich kapiere das nicht, weil ich ein Covidiot bin. Und wenn auch ihr Covidioten seid, dann willkommen im Club. Dann teilt dieses Video und erzählt es euren Freunden. Macht sie darauf aufmerksam, dass hier irgendetwas nicht stimmt. Der normale, rationale Menschenverstand scheint nicht mehr zu funktionieren bei den meisten Leuten. Wir leben in einer Expertokratie, selbst Journalisten. Ich habe heute mit einem gechattet, die sagen, ja, wir können das nicht einschätzen, wir sind auf Experten angewiesen. Ja, okay, gut, hören wir auf die Experten. Wenn man dann mit Experten kommt, ja gut, aber das sind ja die falschen Experten, auf die darf man nicht hören. Die erzählen Blödsinn. Nee, man muss auf die richtigen Experten hören, die erzählen das Richtige. Ach so, wie kann man das dann einschätzen? Wisst ihr, also dieser Gedanke von der Aufklärung, habe Mut, dich deines eigenen kritischen Verstandes zu bedienen, das ist irgendwie völlig in Vergessenheit geraten. Und die Leute, die noch den Mut haben, selbst nachzudenken und den Mund aufzumachen, werden als Covidioten, als rechtsoffener ESO-Schwurbler, als Verschwörungstheoretiker oder sogar als strukturelle Antisemiten und was es da alles für ein Bullshit gibt, beschimpft, ja? Leute, ich habe das Gefühl, unsere Zeit läuft aus. So. Das wollte ich mal gesagt haben. Ich habe das Gefühl, die Zeit läuft ab und wir müssen ganz deutlich machen, dass wir damit nicht einverstanden sind, was hier passiert. Meine Meinung, diese völlig anlasslosen Tests müssen sofort beendet werden. Es dürfen nur noch Leute getestet werden, die wirklich Symptome haben. Und die sollen dann auch meinetwegen in Quarantäne. Okay, es ist eine gefährliche Krankheit, ja, das dürfen wir nicht vergessen, aber sie ist nicht so gefährlich, dass man das ganze Leben stillstehen kann. Hier läuft etwas ab, das ganz offensichtlich nicht dem Schutz unserer Gesundheit dient. Das muss man konstatieren. Und ich fordere alle meine Journalistenkollegen auf, dieser Sache nachzugehen. Wo ist denn diese sogenannte vierte Gewalt im Staat, wenn man sie mal braucht, ja? Das angebliche Sturmgeschütz der Demokratie. Jetzt könnten wir es doch brauchen, oder nicht? Also kommt aus den Puschen und macht was, okay? So. Jetzt geht's mir schon besser. Es war vielleicht keine kluge Idee, das zu machen. Aber ich muss es einfach mal loswerden.
Ich werde auch weiterhin so objektiv und neutral wie möglich über diese ganze Geschichte berichten. Und ich hoffe, dass ihr mir abnehmt, dass das jetzt hier ein Kommentar war und dass ich in der Lage bin, meine persönliche Meinung von meiner Arbeit zu trennen. Aber das ist meine persönliche Meinung und die muss gesagt werden. Und übrigens noch eine Sache, die ich überhaupt nicht verstehe. Es werden unglaublich viele Videos auf YouTube gelöscht, die solche ähnlichen Inhalte drin haben. Ich weiß zum Beispiel, dass von dem YouTube-Kanal der Ärzte für Aufklärung 3 Videos entfernt worden sind. Ich habe die Videos vorher gesehen, bevor sie entfernt worden sind. Ich weiß, dass das unter freie Meinungsäußerung fällt. Es wird wegen Spam, irreführender Praktiken und Betrug, wegen einem Verstoß gegen die Richtlinien von YouTube, wegen Spam, irreführenden Praktiken und Betrug gelöscht. Das ist nicht legal, das ist nicht statthaft, das ist Meinungsfreiheit. Ob das den Überwachungskapitalisten von Google passt oder nicht, ja, das muss Meinungsfreiheit bleiben. Und Ärzte für Aufklärung sind nicht die einzigen. Es ist übrigens auch so, sowohl den Ärzten für Aufklärung wird das Leben schwer gemacht über Banken. Also denen sind Bankkonten gekündigt worden. Und es ist extrem viel Geld, was gespendet worden war, was auf diesem Konto lagerte, an die einzelnen Spender zurücküberwiesen worden und das Konto wurde geschlossen. Ich frage mich, wie das noch legal sein kann. Die sind nicht die einzigen. Es gibt Anwälte, die haben das Problem, denen werden ihre Geschäftsräume gekündigt oder die haben das Problem, dass ihre Bankkonten gekündigt werden. Solche Sachen, ja. Wenn man sich dafür ausspricht, dass hier eine Aufklärung stattfinden muss, dass dieser ganze Spuk so schnell wie möglich beendet werden muss. Da kann mir doch keiner mehr erzählen, dass das hier alles mit rechten Dingen zugeht, Leute. Hier werden Kritiker ganz aktiv mundtot gemacht. Und ich bin mal gespannt, wie lange dieses Video online ist. Facebook, du kannst mich gern vom Gegenteil überzeugen, ja? Mir zeigen, dass du es ernst meinst mit der Meinungsfreiheit und so. Ja. Also Leute, macht's gut, wir sehen uns. Haltet die Ohren steif.